Servus sagt Motorbiking Austria. Heute bin ich sehr zufrieden, sehr glücklich. Nicht nur wegen Kalovacko, das ist eher ein Bier da in Kroatien. Nein, für mich war es wirklich ein wunderbarer Tag. Bin in der Früh weggefahren und bin ja runter noch Richtung Rijeka. Und dann sehe ich da die Abzweigung bei Kralovec.
wo es auf die Insel Krk rübergeht, diese berühmte Brücke. Und da wollte ich natürlich unbedingt drüber fahren. Mittlerweile zahlt man keine Gebühr mehr, also es ist gratis. Hab dann auch ein paar Bilder gemacht bei der Brücke, von der Insel, vom Festland, von der Brückenkonstruktion. Der Blick aufs Meer, einfach fantastisch. Ich liebe es. Aber dann hat es ja ein seltsames Phänomen gegeben. Heute hat die Bora angefangen. Ein spezieller Wind, der von den Bergen herunterfällt. Das war angeblich gestern noch nicht. Aber heute hat es massiv eingesetzt. Also bei Novi Winodolski, da fliegt alles. Die Toiletthäuseln sind umgeflogen und alles mögliche Zeug ist durch die Luft gewirbelt worden. Und auch wenn man auf der Straße fährt, also man kann keine gerade Linie halten. Es versetzt dann einen halben Meter nach links, einen halben Meter nach rechts. Der Wind, der kommt wie ein Peitschenhieb. Aus dem Nichts kriegst du ein Watschen und dann bläst du nach links oder nach rechts. Und dann lässt du auf einmal gach aus, sodass du praktisch wieder einknickst. Also es ist echt eine Herausforderung, heute hier an der Küstenstraße zu fahren. Aber ich wollte ja die Küstenstraßen unbedingt erleben. Und der Blick aufs Meer, der weitet das Herz, der weite Blick ist einfach wunderbar. Ich liebe es. Und die Farbe vom Meer, also es geht so ins Petrol. Blau-grün und der Wind, der türmt die Wellen auf und die Gischt und die Oberfläche vom Meer schaut stellenweise ganz weiß aus, weil sie die Wellen so überschlagen und kleine Windhosen, so Windhosen, tanzen über die Wasseroberflächen. Es ist echt spektakulär. Und ich bin dann runtergefahren über Novi Winodolski nach Senn und Senn hat mich total beeindruckt. Also da gefällt es mir wirklich. Da habe ich mir jetzt ein Hotelzimmer genommen, da werde ich jetzt einmal also das Zimmer für 3 Tage behalten. Und schauen wir mal, was man da so an Tagesausflügen machen kann. Und den Ort erkunden. Also dann gehe ich spazieren im Hafen und mache ein paar Fotos. Redet mir ein Kellner auf von einer Pizzeria, ob ich leicht was suche. Sage ich, ja, ich suche etwas zum Schlafen. Sagt er, ja, passt schon, die Familie hat ein Hotel, das ist gleich da ums Eck. Naja, bin ich halt hingefahren und ich liege euch nicht an. Es ist ein Wahnsinn. Ich gehe da rein, Zimmer war frei, 3 Tage kein Problem. Dann sagt mir die Frau das Zimmer. Also mein Fenster ist direkt am Hafenbecken. Wenn ich aus dem Fenster rausschaue, habe ich den ganzen Hafen vor mir. Bin 20 Meter vom Wasser entfernt. Es ist unglaublich. Und die herrliche Farbe und der Blick aus dem Fenster. Und darum habe ich mir jetzt ein Bier gekauft. Ich möchte den Tag heute ein bisschen feiern. Blick aus dem Fenster aufs Meer, auf die Stadt Senn, auf die Hafenpromenade, auf die Berge. Also besser geht's nicht. Das ist mein Motorradtag. Die Nancy ist treu und zuverlässig. Wir sind super gefahren, trotz der widrigen Bedingungen. Ja, und ich hoffe natürlich, dass die Bilder und Videos alle ein bisschen was geworden sind, damit ich euch das alles zeigen kann. Bin sehr zufrieden. Kroatien super. Heute machen wir es ein wenig gemütlich. Natürlich eine königliche Dusche. Und dann sitze ich mich da ans Fenster und trinke mein Bier und schaue raus aufs Wasser und lasse das in meine Seele einrinnen. Und ich möchte dann auch noch gut schlafen und davon träumen. Hier in Senn in Kroatien. Einen lieben Gruß an euch alle. Danke, dass ihr mit dabei seid. Danke für die Kommentare. Alles Liebe. Euer Motorbiking Austria. Servus. Thank you.
Musik.